Sehr geehrte Damen und Herren, danke für die Einladung. Als Vertreter des Verkehrsministeriums sind wir natürlich an solchen Netzwerkveranstaltungen auch sehr interessiert. Ich bin eingebettet mit meiner Keynote, die ich an Sie richten darf, zwischen Kosten und Risiken. Warum ich von Seite des Veranstalters hier platziert wurde, weiß ich nicht. Ich möchte Ihnen ein Thema, das etwas sperrig klingt vielleicht, aber Hochleistungsbreitband für Österreich, aber die Basis, sozusagen die Enabling Technology, ist für alles das, was Sie tun. Webbasierte Anwendungen sind gang und gäbe. Wir haben gehört, welche Wirkungen wir für die Zukunft daraus absehen. Meine Keynote ist geteilt in drei Kapitel: Positionen, Perspektiven, Projekte. Wo stehen wir? Welche Möglichkeiten sehen wir von Seite der Verwaltung? Welche Projekte exemplarisch gibt's, die ich Ihnen mit in diese beiden Tage geben will? Karl Eiginger, ein bekannter Wirtschaftsforscher unseres Landes, sagt, wir liegen mit den Einkommen in etwa auf der fünften Stelle in Europa. Beim Datenhighway, bei der Autobahn der Zukunft sind wir allerdings nur an 10. Stelle, weltweit an 18. Stelle. Wir müssen etwas tun. Ich glaube, das ist unstrittig. Die Informations- und Kommunikationstechnologien generell, in diesem Segment Sie tätig sind, sind die Basis für Innovation, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Es ist unstrittig, dass Innovation Wirtschaftswachstum beschleunigen kann und das Wirtschaftswachstum letztlich Beschäftigungsindikator ist. Der soziale und territoriale Zusammenhalt wird durch IKT-Entwicklungen verbessert bzw. gewährleistet. IKT-Infrastrukturen sind die Zukunft. Die Hochleistungsbreitbandnetze sind die Zukunft der IKT-Entwicklung. Eine direkte Korrelation, sagen Studien, gibt es zwischen der Breitbandpenetration und dem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und eine Zahl, 1,5 Milliarden Investitionen im Breitband führten zu 64.000 Vollzeitäquivalenten mehr Beschäftigten. Diese Zahl stammt von unserem Incumbent, von unserem größten Telekomunternehmen, das sich ja vor einigen Jahren diese Investitionssumme vorgenommen hat. Position 2, grundsätzlich aus dem Telekom-Monitor, den ich Ihnen ans Herz legen darf, wenn Sie diesbezüglich ein bisschen schmökern wollen. Die Breitbandpenetration, von der ich eben gesprochen habe, nimmt tatsächlich zu. Wir haben derzeit in etwa 6,6 Millionen Breitbandanschlüsse in Österreich insgesamt und das bedeutet eine Steigerung von 3,2%. Es nützen 58% das mobile Breitband, starke Tendenzen, Steigerungstendenzen sind im Bereich der Smartphone-Tarife abzusehen. Erfreulich ist, wenn man in Richtung Hochleistungsbreitband denkt, dass doch immerhin mehr als ein Drittel der Anschlüsse schon über 10 Megabit, hoffentlich auch symmetrisch, verfügbar sind. Und ich möchte auf die letzten beiden Punkte hinweisen, dass wir im niedrigeren Breitbandbereich eher eine Degeneration sehen und im hochqualitativen Breitbandbereich, also über den 30 Megabit, eine Steigerung. Na, geht schon. Zwei. Datenbasen, die ich hier anführen will und die vielleicht aus Sicht sozusagen der, oder einer Ist-Stand-Erhebung relevant sind, der vom Weltwirtschaftsforum jedes Jahr herausgegebene Network Readiness Index, der die Reife des Sektors generell misst, hat eine Zahl von, denke ich, 18 Subindikatoren, unter anderem eben Nutzung, Reife, Umwelt, und die Auswirkungen. Österreich liegt bei diesem Indikator wie im vergangenen Jahr, also in dem Fall bezieht sich es auf 2012, auch 2011, am 19. von 142 Plätzen. Was aber interessant ist, ist Nutzung und Umwelt, habe ich diesbezüglich markiert. Im Bereich der Nutzung von IKT-Anwendungen hat die Verwaltung, zu der ich gehöre, sehr wohl einen Aufholbedarf.
Im Bereich der Umwelt ist auch gemeint, die Umwelt, inwieweit IKT-Anwendungen in Betrieben tatsächlich adoptiert werden, wie man so schön technologiepolitisch manchmal sagt. Dort hat die Wirtschaft einen Aufholbedarf, liegt an 37. Stelle. Daher wollte ich diese beiden Indikatoren herausgreifen. Für sich spricht Cisco 2012 das Global Mobile Data Traffic Forecast für die Jahre bis 2017, wo sie doch sehen, welche enorme Datenmengen, Steigerungen wir zu erwarten haben. Für sie ist es, für viele von Ihnen ist es nichts Neues, dennoch möchte ich es hier nicht unerwähnt lassen. Jährliche Zuwächse von 78% klingen astronomisch, sind aber tatsächlich derzeit Fakt. Aus diesem Grund heraus natürlich denken auch wir von der Verwaltung in einem liberalisierten Markt, wie können wir Hochleistungsbreitband tatsächlich auch in die hintersten Ecken des Landes bringen. Welche Perspektiven hat also Österreich, um eine Infrastruktur voranzubringen, die ein Wohlstandsfaktor, ein Wirtschaftsfaktor jedenfalls ist? Erstens, es gibt die Europa 2020 Strategie, auch vielen von Ihnen bekannt, die sich als intelligent, integrativ und nachhaltig versteht, die in all ihren Maßnahmen, all ihren Aktionsbündeln diese drei Elemente, diese drei Eigenschaften vereinigen will. Sie sieht beispielsweise auch oder spricht auch sehr deutlich Investitionshemmnisse an, die seitens der Wirtschaft natürlich vorhanden sind. Abschreibungszyklen sind teilweise sehr lang. Wir wissen, dass wir eben das Thema noch mehr wird Risiko betreffen, dass wir eine Risikobeteiligung in verschiedenster Weise auch von staatlicher Seite durchaus mitbedenken müssen. Ziele der Europa 2020 Strategie, die Sie vielleicht gelesen haben, ansonsten ist es durchaus ein nicht allzu breites, aber und doch interessantes Papier. Natürlich sollten mehr Menschen in Beschäftigung sein. Es sollte das Bruttoinlandsprodukt, die Quote, die F&E-Quote am Bruttoinlandsprodukt steigen. Österreich hat diesbezüglich ja wesentlich ambitioniertere Ziele. Österreich will, denke ich mir, Dr. Androsch ist jetzt nicht mehr unter uns, er wüsste das noch viel genauer, doch auf über 3,5% bis 2020 kommen. Klimawandel, Energie, Senkung der Treibhausgasemissionen, Steigerung von Energieeffizienz und nachhaltiger Nachhaltigkeit. Bildung, wir brauchen mehr Hochschulabsolventen, vor allem auch im IT-Bereich klafft eine Lücke. Es geht offensichtlich eine Lücke auf, die wir durch verstärkte Ausbildungsmaßnahmen vielleicht allein nicht schließen können. Auf der Seite der Bildungsinstitutionen, auch die Wirtschaft wird hier ihren Beitrag leisten, weil sie am besten weiß, wen sie letztlich dann in ihren Betrieben einsetzen will. Die Schulabbrecherquote muss runter, das ist unzweifelhaft. Dann werden wir wohl Armut und soziale Ausgrenzung reduzieren können, beziehungsweise auf einem volkswirtschaftlich und sozialverträglichen Niveau halten können. Das Interessante vielleicht hier, ich möchte da nicht so weit ausufern, ist aber doch dieses Spannungsfeld, Entkoppelung, das Wachstum entkoppeln von also Wachstum und Ressourcenverbrauch voneinander entkoppeln, war bislang Gebot oder eine gängige Annahme in der Wirtschaftstheorie auch. Ein Beispiel, das oft strapaziert wird, aber dennoch nicht unmodern geworden ist, Smart Grids, wieder eine Anwendung, die letztlich über Leistungs-, über Bandbreiten zum Bürger bzw. zum Energieversorger in dem Fall kommt. Ja, es gibt 7 Leitinitiativen innerhalb der Europa 2020 Strategie, insbesondere die digitale Agenda ist herauszugreifen und ist unser Maßnahmenpaket sozusagen, an dem wir uns auch orientieren. Ich gehe hier nicht näher darauf ein, auf die einzelnen Punkte, einige habe ich Ihnen hier hergeschrieben. Durchaus interessant, natürlich Online-Dienste stärker anzubieten und stärker auch annehmbar zu machen für den Bürger, den Konsumenten beziehungsweise auch für den Wirtschaftstreibenden, öffentliche Dienste stärker ausbauen, usable machen, annehmbar machen für den Bürger und für die Wirtschaft, Forschung und Innovation. Aber Breitband, wichtige Ziele, 100%
bis 2020 100% grundlegende Breitbandversorgung. Wir sprechen da in etwa von 2 Megabit, sollten einmal bis 2013 gegeben sein, insgesamt in Europa. Schnelles Internet bis 2020, 30 Megabit. 50% sollten 100 Megabit nutzen können. Ja, Sie werden fragen, wozu? Natürlich Themen wie Cloud Computing, Peer-to-Peer-Anwendungen etc. sind hier immer wieder gern genannt und durchaus auch plausibel. Innerhalb der digitalen Agenda ist Schlüsselaktion 8, schneller und ultraschneller Internetzugang, ein programmatischer Teil seitens der Europäischen Union. Wir haben in Österreich diesen Teil auch natürlich aufgegriffen und haben bereits in der TKG, also Telekom-Gesetzesnovelle 2011, diesbezüglich reagiert. Es ist die Flexibilisierung in der Frequenzpolitik erleichtert worden, es sind die Mitbenutzungsmöglichkeiten für die Wegerechte erleichtert worden. Wir versuchen, also ein Ziel ist auch die Fördermöglichkeiten, die innerhalb der Europäischen Union gegeben sind, nämlich in den Strukturfonds und in den landwirtschaftlichen Fonds besser auszuschöpfen, Kofinanzierungen für die Wirtschaft zu finden. Ein Programm, das derzeit läuft, für das ich im Verkehrsministerium verantwortlich bin, ist eben Breitband Austria 2013, auf das ich ganz kurz nachher noch zu sprechen kommen werde. Wir haben im Herbst die Multiband-Auktion, von der Sie sicher gehört haben, die relevant sein wird, einerseits zur Entspannung des mobilen Marktes, andererseits natürlich auch werden Gelder erwartet, die wir wiederum seitens des Verkehrsressorts planen, in die Wirtschaft zu pumpen. Eine zentrale Forderung war, eine Strategie zu entwickeln, die tatsächlich jetzt vorliegt. Letztlich bleibt das Ziel, das nach wie vor gültig ist, dieser Regierung. Ich nehme auch an, dass weitere Regierungen dieses Ziel nicht konterkarieren können, nämlich, dass Österreich sich in der Spitze der IKT-Nationen positionieren will. Die Breitbandstrategie hat die Frau Bundesministerin voriges Jahr in einem großen Rahmen mit Journalisten und Wirtschaftstreibenden vorgestellt. Und sie sagt, alle sollen einen gleichwertigen Zugang zu diesen grundlegenden Infrastrukturen haben. Ihr ist die Chancengleichheit ein sozialpolitisches, zentrales Anliegen, auch neben dem infrastrukturellen Aspekt, den dieses Ziel verdeutlicht. Interessant ist, dass wenn Sie im Europäischen Parlament lesen, ich glaube nicht, dass der Herr Schulz jetzt unbedingt unserer Frau Bundesministerin Burs gefolgt ist, aber das Europäische Parlament fordert am 29.01.2013, wenn Sie es nicht gelesen haben, lese ich es kurz vor, das Ziel sollte sein, dass Europa über schnellste Breitbandgeschwindigkeiten weltweit verfügt, indem sichergestellt wird, dass bis 2020 alle Europäer Zugang zu Verbindungen mit 100 Megabit und 50% der Haushalte in der Union Zugang zu Verbindungen mit 1 Gigabit, wenn möglich, haben. Na gut, also ich meine, da gibt es sozusagen den Wettbewerb der Aussagen über Bandbreiten, aber letztlich ist es ja auch eine Bewusstseinsfrage, mit der man sich sozusagen in die Zukunft jetzt hineinbewegt. Was braucht man tatsächlich, aber was ist auch, wo sind die Quick Wins, was kann schnell getan werden? Wie eine Strategie, Sie haben Strategien mehrfach gelesen, beziehungsweise selber auch mitgewirkt, strategische Maßnahmen, begleitende Maßnahmen, natürlich auch das Förderpaket wird interessant sein. Ich komme damit zu den Projekten, die ich Ihnen kurz vorstellen darf. Ein zentraler Punkt in der Strategie ist auch die Einrichtung eines Breitbandbüros. Sie haben vielleicht auch davon gelesen, dieses Breitbandbüro koordiniert einerseits einige Maßnahmen, die im Rahmen der Strategie angedacht sind. Andererseits ist dieses Büro, das im Verkehrsministerium angesiedelt ist, eine zentrale Anlaufstelle, vor allem auch für kleine Gebietskörperschaften und für Unternehmen, die tatsächlich schnell und relativ treffsicher etwas tun wollen, aber nicht genau wissen, wie sollten sie vorgehen. Diesbezüglich sind Modelle aus Deutschland und der Schweiz durchaus auch zu zitieren.
Innerhalb der Strategie ist das Thema Breitbandatlas angesprochen, an dem auch im Breitbandbüro gearbeitet wird. Das heißt, in Wirklichkeit werden wir in vier Kategorien versuchen, Österreich entlang des Bevölkerungsrasters eine Verfügbarkeitssituation darzustellen, wo man relativ einmal sagt, wenigstens auf diesem 100er Raster, wenn ich das so sagen darf, weiß man, welche Möglichkeiten dort regional bestehen. Eine Baumaßnahmendatenbank soll folgen, ein Leitfaden für Bauträger, Sie sehen, da wird sehr operativ, Förderberatung selbst, wie kann eine Gemeinde, wie kann ein Unternehmen mit einer Gemeinde, wie können mehrere Unternehmen miteinander, am besten auch eventuell komplementäre Mittel bekommen. Es läuft etwa so, die Anfrage, dann wird geklärt, bedarf Versorgungssituation tatsächlich, manchmal gibt es da ein bisschen divergierende Haltungen seitens der Anfragenden. Welche Mitbenutzungsmöglichkeiten bestehen tatsächlich? Hier muss man in der Regulierungsbehörde selbst sozusagen einmal anrufen oder tätig werden, denn dort wird ein Infrastrukturkataster angelegt. Letztlich sollte eine Machbarkeitsanalyse für den jeweiligen Interessenten entstehen. Laufende Programme. Wie vorher erwähnt, also zur Schließung der digitalen Kluft im ländlichen Raum, Breitband Austria 2013 derzeit, 120 Projekte sind derzeit unter Vertrag in den ländlichen Regionen Österreichs, ca. 40 Millionen Fördervolumen wird dabei ausgeschüttet bis Mitte 2015 können die Projekte abgerechnet werden. Es wird natürlich keine flächendeckende Versorgung geben, prügeln Sie uns bitte nicht, aber es geht doch um nicht Quantensprünge, weil die sind ja sehr klein, sondern es geht um einen Qualitätssprung tatsächlich in einzelnen Regionen, wo wir 25 Megabit tatsächlich dann vollversorgungssymmetrisch auch haben werden, also ein Schritt in die richtige Richtung, natürlich keine Vollversorgung noch. 2013 arbeiten wir daran, also im heurigen Jahr, das wird eine Aufgabe sein, die mich auch treffen wird, das Programm zu redesignen, an den Breitbandleitlinien der Europäischen Union neu auszurichten. Die Union hat jetzt einen Entwurf gebracht, einer Kostensenkungsrichtlinie, das Thema nämlich Baukosten, Sie schauen schon auf die Zeit, ich ufere da aus, ich habe gewusst, es wird ein bisschen lang, aber ich wollte Ihnen da nichts vorenthalten, was vielleicht auch Ihrem Tagesablauf oder Ihren Wissensschatz doch irgendwie aufrüttelt oder erweitert. 2020 Ziel 100 Megabit für alle, das ist das zentrale Ziel, auf das wollen wir ernsthaft hin arbeiten. Ein zweites Programm, das für Sie durchaus von Interesse ist, vielleicht viele von Ihnen oder einige von Ihnen kennen es, Austrian Electronic Network, ein Anwendungsförderungsprogramm, was hat es für einen Sinn? Breitband ist ja kein Selbstzweck, sondern es hat ja eine Funktion. Wie gesagt, wir sind ja nur diejenigen, die etwas ermöglichen, was Sie letztlich in Ihren Geschäftsprozessen oder in Ihren Angeboten dann sozusagen in den Markt bringen wollen. Hier auch bereits einiges passiert, 186 Projekte laufen. Schauen Sie sich's an. Ich zeige Ihnen dann noch kurz zum Schluss eine Seite. Die Frau Bundesministerin hat eine digitale Offensive gestartet. Auch hier finden Sie auf unserer Internetseite einiges dazu. Die 4G-Technologie wird ausgerollt werden, wenn wir die Frequenzversteigerung in dem Sinne, im volkswirtschaftlichen Sinne auch vernünftig und marktkonform abwickeln können. Das Beispiel der Tschechen zeigt, dass es auch ein bisschen anders manchmal laufen kann. Die Versteigerung läuft heuer im Herbst. Es gibt einen Ministerratsbeschluss, ich denke mir, an den sind jedenfalls einmal die beiden derzeitigen Regierungspartner gebunden, aber darüber hinaus gibt es einen Vernunftsbeschluss, der sagt, dass die Mittel, die aus dieser Frequenzversteigerung zu erwarten sind, natürlich auch wieder in der Wirtschaft platziert werden müssen und dem generellen Ziel dienlich sein sollten oder ein Großteil dieser Mittel. Es wird also ein Breitbandprogramm Austria 2013 geben und es wird auch Nachfolgeprogramme für die Dienstprogramme geben. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten und ich möchte ein bisschen lobbyieren für diese Seite, die wir gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt herausgeben. Auf dieser Seite österreichische Lösungen für die Informationsgesellschaft sind in 6 Rubriken wirklich sehr interessante 270 Projekte gesammelt. Schauen Sie sich's an. Geben Sie selber Ihre Projekte ein, es ist ein einfacher Prozess. Letztlich ist es eine Plattform, die öffentliche Seite Ihnen zur Verfügung stellen will. Nutzen Sie sie, wenn Sie es für vernünftig halten. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Schauen Sie auch hinein in die Seiten BMFIT.gv.at, BBB. Bitte nicht heute, sondern vielleicht erst nächste Woche.
Das ist das Breitbandbüro, die Seite zum Breitbandbüro. Also wenn Sie dort Anfragen haben, finden Sie auch entsprechende Kontakte. Ich wünsche der Tagung guten Erfolg. Letztlich wollte ich eines sagen, im Spannungsfeld, es geht nicht um entweder oder, entweder fest oder mobil, entweder old oder new technology, sondern oder economy, sondern es geht um ein sowohl als auch. Und in dem Sinn herzlichen Dank und einen guten Tagungsverlauf.